von Spellmanns mangelnder intellektueller Schlagkraft kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Bischof Mixer. Oh, perfekte Überleitung. Ja, Peter, Mixer hat etwas oder soll etwas schlagkräftiger argumentiert haben. Ja, das ist so. Wenn einem die Worte fehlen, muss man offensichtlich zu Kochlöffeln und Teppichklopfern greifen. Beziehungsweise man muss natürlich erstmal hier sagen, dass es bis jetzt nur Unterstellungen sind. Also hier wurde niemand rechtskräftig verurteilt und eine Tatsachenbehauptung sollten wir daraus auch nicht konstruieren. Aber was passiert ist, es ist letzten Mittwoch erst, es kommt einem vor wie Ewigkeiten, aber seit letzten Mittwoch gibt es halt Vorwürfe, dass der Bischof Walter Mixer in seiner Zeit als Stadtpfarrer ein paar Kinder verprügelt hat und körperlich missbraucht hat. Also es geht hier nicht um sexuellen Missbrauch, sondern es geht um Prügelstrafen. Walter Mixer, der Bischof sollte ja relativ bekannt sein, ist der Bischof von Augsburg. Er ist auch Militärbischof, das passt ja auch sehr gut. Ach stimmt, er ist ja auch Militärbischof, da hast du natürlich absolut recht. Und gehört, ich denke mal, zusammen mit Meißner und Marx zu den lautstärksten Bischöfen in Deutschland und auch zu denjenigen, die am rückständigsten sind, zumindest meiner Meinung nach. Von ihm stammt zum Beispiel der Ausspruch, dass die Existenz von Kindertagesstätten Frauen zu bloßen Gebärmaschinen degradieren würden. Das Christentum macht das ja Gott sei Dank nicht. Naja, das Christentum hat ein total tolles, aufgeklärtes Frauenbild. Und von ihm stammt auch der etwas aktuellere Ausspruch, dass die sexuelle Revolution in den 68ern sicherlich nicht ganz unschuldig an den Skandalen sei. Und da kann man schon das intellektuelle Niveau und das Weltbild des Walter M. schön heraus. Ich dachte, weil Mixer Militärbischof ist, er wäre speziell für den Nahkampf zuständig aufgrund dieser vermeintlichen Qualifikation, aber ich vermute jetzt, dass er auch für die Tiefflieger zuständig ist. Aber hallo.